Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Heute garantiert keine 40 Minuten, sondern weit, weit drunter. Ich habe mir jetzt mal wieder eine Pariser Geschichte-Mission ausgesucht. Scheint wohl eine ganz einfache zu sein und ich fürchte, diese Frau kennen wir. Flamels Geheimnis, die Mönche. Den Ordenskult aufspüren und einen Teil eines Doppelmechanismus beschaffen, der Flamels Labor öffnet. Aha! Vielleicht ist es ja das, was wir tun müssen, um dieses blöde Ding zu bekommen. Das Kreuz und die Dame beziehen sich auf Notre Dame. Die Mönche setzen das religiöse Thema fort. Und diese Karte, es scheint mir klar zu sein, dass ein Mönchsorden nach mystischer Macht strebt. Sie hoffen, Nicolas Flamels Wasser des Lebens in seinem seit langer Zeit verschollenen Laboratorium irgendwo hier in Paris zu finden. Diese Karte, der Schlüssel. Sie haben einen Teil des Mechanismus gefunden, der Flamels Tür öffnet. Ihr müsst zu Notre Dame und diesen Mechanismus an euch nehmen. Okay. Nicolas Flamel. Nicolas Flamel wurde 1330 in Pontoise geboren. Später zog er nach Paris, um dort als Schreiber zu arbeiten. Flamel schaffte es, beträchtlichen Wohlstand anzusammeln, was für einige Gerüchte darüber sorgte, wie er so schnell so reich hatte werden können. Viele meinten daher, Flamel müsse Alchemist gewesen sein. Jemand, der niedere Metalle wie Blei in Gold oder Silber verwandeln konnte. Na klar. In seiner Jugend hatte Flamel einen sonderbaren Traum, in dem ein Engel ihm ein außerordentliches Buch zeigte. Es war dieses Buch... Was? Dieses Buch Abrahams des Juden, durch das er später die Geheimnisse der Alchemie entdecken sollte. Flamel ging auf eine Wallfahrt nach Santiago de Compostela, übrigens der Jakobsweg, da wo H.P. Kerkeling auch schon unterwegs war mit dem Buch Ich bin da mal weg, oh, Product Placement vom Feinsten, wo er einen gewissen Maestro Canches traf, einen jüdischen Kabbalisten, der ihm einige Schlüssel zur Übersetzung des Buches gab, was es ihm angeblich erlaubte, jene alchemistischen Methoden zu erlernen, durch die er reich wurde. Flamel wird der Wiederaufbau der Kirche Saint-Jacques de la Boucherie zugeschrieben, auf deren Überresten heute der Turm Saint-Jacques steht. Auch wenn manche sagen, der Stein der Weisen habe Flamel unsterblich gemacht, ist sein Tod am 22. März 1418 gut belegt. Er liegt neben seiner Frau im heutigen Musée National du Moyen Âge in Paris, begraben. Im ehemaligen Musée de Cluny. Stimmt, Stein der Weisen. Daher kommt das. Nicht von Harry Potter erfunden, glaub mir. Aber das ist ja alles nur... Weiß auch nicht so recht. Ich muss sagen, gerade mit so altertümlicher Alchemie und sonstigen Klamauk habe ich mich eigentlich nie so wirklich beschäftigt. Deswegen kann ich nicht 100% sagen, wie die jetzt auf die Idee gekommen sind, dass eben dieser Stein der Weisen existiert, beziehungsweise dass er tatsächlich, ja, sprechen wir es aus, mehr oder weniger aus Scheiße Gold machen kann. Allerdings gibt es heutzutage viele Menschen mit dem Talent, aus Gold Scheiße zu machen, von daher sei es ihm gegönnt, wenn es so gewesen sein sollte, aber ja, wie gesagt, man soll nicht alles glauben. Und die Menschen damals hatten natürlich so diese Gabe, sie haben einfach alles geglaubt, was man ihnen erzählt hat, ne? Die haben an Exorzismus geglaubt und lauter so Rotze. An Dämonen, was wir in der letzten Folge gesehen haben, ne? Der rote Geist der Tuilerien. Reden wir besser nicht mehr drüber. Den Geist von Nicolas Flamel. In der Hoffnung auf Nicolas Flamel. Ein bisschen näher noch. Soll da keiner sehen. Brüder, ich habe den Teil des Mechanismus bei mir. Kein Sterbenswort zu irgendwem. Es besteht Lebensgefahr. Er hat. Weder Templer noch Assassinen dürfen davon erfahren. Okay. Dieses rostige Stück Metall muss Teil des Mechanismus sein, von dem Mademoiselle Lenormand gesprochen hat. Mademoiselle Lenormand? Das ist natürlich sehr schön, dass der Idiot sich gleich verrät und sagt, ich habe das Teil dabei, weil sonst hätte ich jetzt erstmal den anderen beklaut. So ist es allerdings einfacher und ich muss sagen, ich bin ihm nicht böse deswegen, dass er mir die Arbeit abnimmt, zweimal plündern zu müssen.
Weil manchmal hat man ja so das Pech, dass man dann doch irgendwie erwischt wird und dass die dann hier durchdrehen, weil sie gleich merken, oh mein Gott, mein Teil fehlt. Also nicht mein Teil, sondern, ach, egal. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Oh, na sowas. Surprise, surprise, Bitches. Wie gesagt. Ja, da wird man mal wieder zu der alten Schreckschraube gehen. Ich befürchte das Schlimmste. Sie wird uns wieder irgendwelche Dreckscheiße erzählen. Irgendwelche Stories, was sie gesehen hat und was sie spürt und sonstiges. Ich glaube, die hat den Schuss nicht mehr gehört. So einfach ist das. Trotzdem hat es die alte Schachtel ja damals in meinem Best-of geschafft. Muss ich schon sagen, das schaffen nicht viele. Okay. Oh, spielt weiter. Instrument kaputt, schade. Kauft ihr ein neues und spielt dann weiter. Naja, kann ja mal passieren, oder? Huch. Und wieder rein zur alten Oma. So, Hexe, sprich. Ah, ihr habt einen Teil des Mechanismus beschafft. Das wusste ich bereits. Behaltet ihn. Natürlich. Ihr seid es, der das Geheimnis lüften wird. Aha. Fortfahren. Ja, und jetzt? Ja, Leute. War's das jetzt schon, oder was? Ich dachte, da geht's jetzt gleich weiter. Nächste, und so, oder ist da jetzt irgendwo anders eine neue Mission aufgetaucht? Cassinins Sternenbilder? Alter, hier gibt's ja noch richtig viele. Chemische Revolution ist übrigens so ein, Bonus, so eine Bonusmission, die ich immer noch nicht angegangen habe. Der kleine Prinz. Ja klar, Prinz Albert. A la Lanterne. Kanalratte. Nö, also ich sehe da jetzt nichts mehr mit Flamels Geheimnis, ne? La Bande Noire. Wie man für eine glatte Rasur sorgt, klingt interessant. Französische Kronjuwelen, kann man falsch verstehen. Sturm auf die Waffen. Schlagzeilen für die Guillotine, begehrte Désirée. Oh, Désirée. Oh, ma mère. Ja, ich weiß es nicht. Warte mal, wenn ich jetzt ein paar Meter weggehe. Oder muss da dann irgendwie, weiß ich nicht, so und so viel Spielzeit dazwischen liegen oder eine andere Mission, dass man es direkt fortführen kann. Ah, jetzt wird's wieder gehen. Ja gut, dann werde ich das jetzt aber trotzdem erstmal aufschieben. Obwohl, komm, eine geht noch. Nee, Blödsinn. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde dann halt in der nächsten Folge gleich hier wieder anknüpfen und dann praktisch den dritten Teil besorgen. Bereit für den nächsten Schritt? Ja. Komisch. Das habe ich nicht vorausgesehen. Du alte Schachtel, hockst auch immer nur in deiner dreckigen, schäbigen Bude. Da siehst du natürlich nichts außer ranzige Wäsche. Schön hat es hier, doch, muss ich echt sagen. Ein Bekannter von mir, Denis Molinier, beschäftigt sich mit Alchemie. Ich vermute, dass er in Besitz des anderen Teils des fehlenden Mechanismus ist. Ah. Ich rate euch, zu seinem Haus auf der Île Saint-Louis zu gehen und es zu stehlen. Ja, stehlen! Ja, stehlen! Molinier war ein Alchemist aus Montauban, äußerst interessiert an Flamel. Er fertigte berühmte Flamel-Bilder an. Obskure Figuren, die symbolische und chemische Formeln miteinander verbinden. Höchst spannend. Ich muss sagen, das war ein sehr bedeutender Mann, wenn die ihm einen Text gewidmet haben, der gerade mal aus zwei Sätzen bestand. Können wir da eine Schnellreise legen, machen, tun, weil laufen ist irgendwie doof jetzt. Machen wir das doch. Ich denke mal, das bietet sich dann an, dass ich den jetzt erhole. Na, ich weiß halt nicht, wie lange das noch geht, aber ich find's cool, dass es auch mal fortlaufende Pariser Geschichten gibt. Hätte ich auch schon lang machen können. Eigentlich eine coole Aktion, so. Aber die Vorgeschichte, beziehungsweise die erste Mission mit der alten Trulla, die auch im Best-of gelandet ist, beschäftigt sich ja eher mit, ja, keine Ahnung, der Dummheit der Frau, keine Ahnung. Also, der Dummheit dieser Frau. Na, nicht falsch verstehen. So war das nun wirklich nicht gemeint. So,
Ich soll dein Haus finden. Lass mich raten, die Notre Dame ist es nicht. Surprise, surprise. Ich glaube, ich hatte recht mit, die Notre Dame ist es nicht. Was ist denn das für eine doofe Seherin, wenn die mir nicht mal genau sagen kann, wo der sein Dreckshaus hat? Junge, was kann die überhaupt? Sollte man nochmal zu ihr hingehen und ihr sagen, Brot kann schimmeln, was kannst du? Das habe ich nicht kommen sehen. Dürfte dann wohl die Antwort lauten. Nee, dann gehen wir nicht hin, weil das habe ich jetzt kommen sehen, dass sie es nicht kommen sehen hat. Sie schwächelt auch ein bisschen, ne? Das sagt sie in letzter Zeit wieder öfter. Beziehungsweise hat sie gegen Ende der letzten Mission dann auch. Also, ist ja schon eine ganze Weile her, die Folge, aber wenn ihr versteht. Na, jetzt habe ich aber echt keinen Bock da. Oder ist es doch das Haus? Sag mal, bin ich doof, ey. Die Notre Dame ist doch hier gar nicht, oder? Nee, die Notre Dame ist doch auf diesem komischen... Hier, Gut, dass ich wieder irgendwas, was gar nicht Notre Dame ist, als Notre Dame bezeichne. Ich muss sagen, ich bin schon ein Fuchs. Dann ist es eben genau das doch irgendwie. Ist halt eine andere Kirche. Ich lass mich nicht von euch rumschubsen. Alles Geld, was du hast. Okay. Haha. Na sowas, er ist tot. Der wohnt doch nicht in der Kirche, oder? Machen wir mal hier den hier. Und hepp. Vielleicht hier nebenan, dieses komische Anwesen da. Ja, ja, das ist ja gar nicht die Kirche gemeint, sondern dieses Ding dahinter. Oh, da ist ein offenes Fenster. Guck mal einer an. Stadthaus untersuchen. Was soll ich jetzt hier untersuchen? Ich untersuche mal erstmal die Wache aus der Nähe. Warte mal. Ja. Testsubjekt untauglich. Alles klar. Weiter geht's. Scheiße. Ah, jetzt eine Ausgabe des Buches von Eleazar mit handgeschriebenen alchemistischen Anmerkungen von Nicolas Flamel. Spannend. Wo ist der Mechanismus? Ne, ernsthaft. Was ist hier? Achso, hängt auf der anderen Seite. Verstehe. Wache? Ja, nein. Nein? Finde ich gut. Oh, was könnte das wohl sein? Plan d'Etalier de la Cite. Oh, guck mal, das sind so komische Symbole. Eine alte Karte. Denis Molinier hat sie mit handgezeichneten alchemistischen Symbolen versehen. Ja, da haben wir ja schon eins gefunden in der Kapelle. Und das eine links da ist vor diesem komischen Zugang zur Kanalisation oder was auch immer das ist zum Untergrund. Und das rechts habe ich noch nicht gesehen. Boah, dass ich das noch alles weiß, ne? Schließlich immerhin schon fast über eine Stunde her. Eine Ausgabe des Buches... Ja, kennen wir schon. Vielleicht ist hier noch was Interessantes. Vielleicht auch nicht. Truhe verriegelt, Schlüssel stehlen, alles klar. Bei wem? Ah, jetzt steht er wieder draußen, ey. Leute, das fällt euch echt früh ein. Können wir da auch Rabatz machen oder muss ich jetzt hier schon wieder Sneaky Peaky machen? Ich würde eigentlich gerne mal wieder was töten. Man kann nie genug töten, Freunde, glaubt mir. Merkt euch das, merkt euch das. Also zumindest bei solchen Spielen. Nicht, dass das heißt, ich animiere hier zum Töten. Nur in solchen Spielen, Freunde. Das ist ganz wichtig. Na, scheiß drauf. Und tschüss. So, stehen. Ist ja alles richtig, ne? Boah, das war ja jetzt richtig schwer. Garde Parisi. Am Arsch. Ach, einen kaputten Kamm hat er doch gehabt. Das ist sehr erfreulich. Tja, so gut war seine Alchemie wohl doch nicht, dass sie den reparieren konnte, hä? Versager. So, wo ging's nochmal rein? Da ist das Fensterli. Hinein, mit elegantem Schwung. Ums Eck und ich rede dumm. Ach nee. Da. Genau. Le Kasten. Le Kasten. Sehr richtig. Habt ihr gut erkannt.
verstehen. Dieses rostige Stück Metall muss Teil des Mechanismus sein, von dem Mademoiselle Lenormand gesprochen hat. Alter, das ist einfach und nur... das komplettiert den Mechanismus. So viel zu den Templern. So. Mechanismus komplettiert heißt, stimmt. Eins hat sie ja schon. Denkfehler von mir. Es sind drei Mechanismen, drei Schlüssel. Ich weiß nicht. So, wir gehen. Keine Zeit zu verlieren. Ich will ja heute ein bisschen kürzer treten. Kommt euch sicherlich auch mal entgegen. Ich gehe dann einfach mal davon aus, dass in der nächsten, dass wir dann noch eine Mission praktisch bekommen mit der alten Schachtel, wo wir dann eben da reingehen. Und dann wahrscheinlich aufdecken, dass alles totaler Nonsens ist, der Stein der Weisen nie wirklich existiert hat und ja, dass die alte verrückt ist. Da gibt es dann endlich zu. Ich zweifle zwar stark daran, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Naja. So. Boah, elegant hier, ne? So, jetzt ist aber genug mit Eleganz und so. Wir machen jetzt eine Schnellreise. Das ist nämlich viel geiler als elegant irgendwo reinspringen. Ich finde den Ladebildschirm zwar alles andere als elegant, aber darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Lieber rasant als elegant, würde ich sagen, ist heute das Motto. Wir haben ja schon elegant genug Zeit verplempert in den letzten zwei Folgen. Alter, wenn ich mir das vorstelle, zwei Folgen, ja 40 Minuten. Dabei hänge ich voll hinterher mit dem Programm. Vorlauf ist nicht. Außer bei Dragon Age habe ich keinen nennenswerten Vorlauf mehr, bei keinem Spiel. Das ist ja mein Problem und dann mache ich zweimal so Riesenfolgen, also produktiv ist das nicht. Deswegen muss ich jetzt ein paar kürzere machen, damit das wieder passt. Und wie gesagt, die Damen und Herren Zuschauer wünschen sich sicherlich auch hin und wieder mal was Kürzeres, wenn es schon so lange ging, weil das war echt eine Nummer zu hart. Oder zwei oder drei Nummern zu hart. Geil. Tot. Das sah jetzt cool aus. Alter, das Luschen. Das ist der Wahnsinn, wie übelst der abgeht jetzt, ne? Überhaupt keine Bedrohung mehr, die Gegner. Wirklich nur noch die Großen mit Hut, wenn sie dann praktisch im offenen Gefecht sind. Aber solange ich sie meucheln kann, assassinieren kann, tun die ihm überhaupt nichts. So, sprechen. Ah, der zweite Teil des Apparats. Ihr habt die nötigen Elemente. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid, den letzten Schritt zu wagen. Ja, ist ja gut. Mission fertig. Jupp. Mission fertig, Folge fertig. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle weiter. Dann gucken wir nochmal nach der verrückten alten Schachtel und gucken mal, ob sich dieses ganze Affentheater jetzt gelohnt hat. Schreibt mir doch was in die Kommentare. Lasst eine Bewertung da, also Däumchen hoch. Würde mich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wobei ich jetzt gerade einfach Bock habe, die Kiste noch zu holen. Das machen wir noch schnell. Aber ich verabschiede mich schon mal, denn eine Kiste kann ich auch irgendwie unkommentiert öffnen. Von daher, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüssi. Puh! Verarscht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.